10 Minuten plus 2 Runden hier zu absolvieren sind auf dieser Matura in der Klasse der Friends. Die Lampen werden geschaltet. Eine ordentliche Sache, 2-3 Fahrer nicht weggekommen vom Start, haben Probleme mit ihren Motordrehen. Wie gesagt, das erste Rennen des heutigen Tages ist gestartet worden. 10 Minuten plus 2 Runden, die hier zu absolvieren sind. So, jetzt geht's los. Schau mal. So, jetzt läuft auch dieses Motorrad. Jetzt sind alle weggekommen in der Klasse der Friends. Schauen wir mal, wer als erstes hier reinkommt vom Offroad-Bereich. In Führung mit der 926, wenn ich das richtig sehe. Stefan Scheitel. Von AMC Michael Assing, zweiter mit der 20, Gerhard Zörab, MSC Gilberg und dritter Josef Weidinger mit 557. Wie gesagt, 10 Minuten plus 2 Runden, die hier zu absolvieren sind, auf diesem Parcours in diesem Rennen. Stefan Schneidl, sein Vorsprung. 44 Hundertstel vor 20. 10 Minuten plus 2 Runden hier zu absolvieren sind auf diesem Parcours in diesem Rennen. Es hat ja also im hinteren Bereich der Rennstrecke ein Überholmanöver gegeben und somit ein Lokalmatador in Führung mit der 20. Gerhard Zörer für dieses Median in der Klasse der Friends. Auf den zweiten Platz verdrängt mit der 926 Stefan Schneider und dritter mit der 557 Josef Weidinger. Führung vor 926 Stefan Schneider und 557 Josef Weidinger. Der Rundenzeiter, der schnellste, ganz knapp über einer Minute. Jawohl. 20 vor 926 und 557. Sechs Minuten plus zwei Runden sind noch zu fahren in der Klasse der Friends. Friends-Klasse sind ja jene Fahrer, die nicht alle Rennen fahren, die in Österreichs-Klasse gegeneinander fahren. Neuer Zweiter, Josef Weidinger, hat in der letzten Runde den Stefan Schneider verdrängt. In Führung nach wie vor mit 20 Gerhard Zörer von MSC Gilberg vor 557 Josef Weidinger von MSC Kirchheim-Schwenk und dritter mit der 926 Stefan Schneider. Rundenzeit nach wie vor ganz knapp über einer Minute oder man kann eigentlich sagen fast eine Minute, 10 Minuten plus 2 Runden, die hier zu absolvieren sind auf diesem Parcours im Werksgelände in diesem Rennen, in dieser Klasse.
kommen unsere Führenden hier bereits zum sechsten Mal vorbei. Isex aktuell nach sechs gefahrenen Runden mit der 404 Wolfgang Alge. Letzte Runde aktuell wurde gefahren zur Information von Josef Weidinger mit 59,7 Sekunden. 3 Minuten plus 2 Runden sind jedoch zu absolvieren hier auf diesem Parcours in diesem Rennen. Und es kommt bereits zu den ersten Überholrundungsmanövern. Zum siebten Mal hier dabei kommen bereits Meter 20 Gerhard Zörer vor 557 Josef Weidinger, neuer Dritter, Philipp Dotti, 1 ist draußen, in Führung Gerhard Zörer, MSC Gisberg, letzte Runde, die hier zu fahren ist hier in dieser Rennen in der Klasse der Friends in Führung, 20 Gerhard Zörer vor 557 Josef Weidinger und 510 Martin Kirchner. Vierter aktuell mit der 926 Stefan Schneiden und auf Platz 5 aktuell mit der 447 Philipp Hornkirchner. Wir befinden uns in der letzten Runde in der Klasse der Friends. Also in wenigen Augenblicken ist dieses Rennen vorbei. Und ich bitte die nächsten Teilnehmer, und zwar die Rennteilnehmer der Ladies-Klasse, zum Vorstand zu kommen. In Kürze müsste dieses Rennen hier vorbei sein, wenn ich hier nichts getan habe. Jawohl, da kommt er schon, der Sieger. Mit der 20 im Ziel gewinnt das erste Rennen des heutigen Tages. Stefan Zörer von MSC Gittenberg. Der gewinnt mit einem Vorsprung von 17 Hundertstel vor 557 Josef Weidinger und 510 Martin Kirchner. Vierter wird mit der 926 Stefan Schneidler. Fünfter mit der 447 Philipp Bortenkirchner. Auf den sechsten Platz noch vorgeschoben hat sich mit der 187 Georg Kötzinger. Siebter mit der 79 Stefano Bassani, achter Wolfgang Alge und neunter Robert Dirnsteiner und auf Platz 10 mit der 406 Gerhard Sommersberger. Das ist die Ränge 1 bis 10 gewesen beim ersten Rennen des heutigen Tages.